Kaufland, sagen wir mal Netto oder Lidl, und man findet halt keinen männlichen Kassierer, und da ist halt nur eine Frau kassiert, und zum Beispiel, dann gibt die halt das Rückgeld, und die will dann halt deine Hand berühren. Und was mache ich dann? Die will deine Hand berühren, glaube ich nicht. Ich meine, du bist ein Hübscher, aber auch die Schönheit begrenzt. Wenn sie das Geld gibt, dann... Aber auf jeden Fall. Der Bruder sagt, ich komme an einer Kassiererin. Wie ist das, wenn sie mir das Geld in die Hand drückt? Wie ist das? Du fragst bestimmt wegen dem Wudu und ob das eine Sünde ist oder nicht. Schaut mal, liebe Geschwister. Wenn wir Muslime eine fremde Frau anfassen, absichtlich, ist das natürlich was? Eine Sünde. Aber wenn wir es unabsichtlich machen, ist das keine Sünde. Das ist klar. Die Religion versteht jeder. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Na, und wenn du das Geld nimmst, nicht dabei kitzeln, ja? Dass du sagst, haben sie noch Rückgeld? A'udhu Billah. Sondern du nimmst das Geld, das Restgeld von der Frau. Du kannst Folgendes machen und das ist am sichersten. Du öffnest dein Portemonnaie und sie schmeißt es rein. Okay, öffne dein Portemonnaie und sie schmeißt es rein. Oder sag ihr, sie soll dir das auf die Bankfläche legen. Kein Problem, bi'idhni la ta'ala. Wenn eine fremde Frau dich berührt hat, ist dein Wudu gebrochen oder nicht? Die Gelehrten haben eine unterschiedliche Ansicht darüber. Und die Ansicht von Imam Shafi'i, rahimullah ta'ala, ist hier gegen die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Und die Mehrheit der Gelehrten haben hier die richtige Ansicht. Wenn eine Frau dich berührt, oder wenn du eine Frau berührst, ist dein Wudu nicht gebrochen. Naam. Imam Shafi'i hat die Ayah, die im Koran existiert, in Surat An-Nisa, Aula mastum an-Nisa, oder wenn ihr Frauen berührt, dieses Berühren heißt hier zwei Bedeutungen. Dieses Berühren hier hat zwei Bedeutungen. La mastum an-Nisa kann heißen, dass du jemanden berührst, oder Geschlechtsverkehr. Aber was hier gemeint ist in der Ayah ist was? Geschlechtsverkehr. Dann muss man sich natürlich waschen. Dann muss man sich natürlich waschen diesbezüglich. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat uns doch den Koran erklärt. Er hat gebetet und Aisha, radiallahu anha, war auf dem Boden. Und während er gebetet hat, hat er sie berührt. Dann müsste eigentlich sein Wudu was? Weg sein. Klar oder nicht? Ist klar. Na, daher, weil er weiter gebetet hat und ohne Wudu kann man nicht beten. So wissen wir, dass hier, awla mastum nisa, was bedeutet, mit den Frauen zu schlafen bzw. den Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Na, das heißt, wenn auch eine Frau dich berührt, natürlich unabsichtlich, na, absichtlich ist das eine Sünde, so ist dein Wudu nicht gebrochen. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.